Gott sagt, hey Mensch, weißt du was, ich habe dich lieb und ich habe auch ein Problem mit dir. Dein Leben ist kaputt. So steht es in der Bibel. In der Bibel steht ein Wort, das heißt, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und wenn das alles wäre, wäre das furchtbar. Und wir dürfen Ihnen sagen, wir haben von einem gesungen, der Jesus heißt. Und Jesus ist die Antwort Gottes auf alle Ihre Probleme, wie auch auf unsere Probleme. Und liebe Freunde, die Augen dürfen wir nicht davor zumachen. Wir müssen einfach mal realisieren, dass wir vor einem lebendigen Gott stehen. Unser größtes Elend ist, dass wir vor diesem Gott weglaufen. Da sagt jemand, ja Mensch, hör mal zu, Junge, du redest immer von Gott. Ich möchte dir immer mal sagen, stell dir mal vor, du könntest zum Adam zurück ins Paradies. Da könntest du mal sagen, hey, wo ist denn Gott? Dann würde der Adam ihnen sagen, hör mal zu, Harald, das ist doch nicht das Problem, wo Gott ist. Unser Problem ist, dass wir Gott loswerden wollen. Dass wir seine Gebote loswerden wollen. Dass wir Dreck uns um seine Gebote kümmern. Und dass unser Leben immer mehr in eine Einbahnstraße in die Ewigkeit mündet. Weil wir von diesem Gott nichts mehr, überhaupt nichts mehr zu tun haben wollen. Und jetzt sagt Gott, Mensch, Mensch, ich liebe dich. Weil du so kaputt bist, bin ich Mensch geworden. In Jesus ist Gott zu uns Menschen gekommen. Und hat gesagt, ich habe dich so sehr lieb, dass ich meinen Sohn gebe, Jesus. Der ist der Ausdruck des Wesens Gottes. Der kommt in diese Welt, stirbt für Verlorene. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist die Botschaft der Bibel seit Jahrtausenden. Und seit Jahrtausenden laufen wir weg von Gott und denken, wir können mit Party alles erreichen. Oder mit Fortuna. Hilft auch nicht. Ich kann Ihnen sagen, es gibt einen, der wirklich hilft. Der aus ihrem Chaos in ihrem Leben ein neues Leben macht. Das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Das ist er wirklich, Freunde. Ihr könnt vor Gott weglaufen, aber eins könnt ihr nie machen. Dass ihr mal in der Ewigkeit steht und werdet dann sagen, ey, ich habe das nicht gewusst, Gott. Dann wird Gott dir sagen, hör mal, ich habe dir 1000 Fragen zu stellen. Du gibst mir keine Antwort. Weil auf meine Liebe hast du nicht reagiert. Und ihnen geben wir eine Chance. Nehmen Sie mal die Bibel mit. Und lesen Sie mal das Johannesevangelium. Lesen Sie mal den Römerbrief. Lesen Sie mal, wie Gott so über Ihr Leben denkt. Wie über unser ganzes kaputtes Sexualleben und über unser kaputtes Eheleben, wo alles mehr und mehr kaputt geht. Dass wir vor Gott mal ehrlich sind. Mal Bankrotterklärung machen, sagen, Gott, du hast recht. Das ist mein Leben. Wisst ihr, was das ganz große Problem ist bei den Olympioniken? Die Jungs, die überall für Olympia machen. Wir wissen alle, wenn sie hier, Tour de France kommt bald wieder. Die große Masse ist gedopt. Aber wenn sie die fragen, ist keiner gedopt. Und wenn wir uns mal ehrlich mal sind, sagen, vor Gott mal stehen wird, wenn wir die Bibel mal lesen und sagen, Mensch Gott, das ist mein Leben, dann sagt Gott, ja, genau das ist dein Leben. Es vermurkst alles. Sünde trennt von Gott. Aber ganz ehrlich, du musst mal, auch wie dieser Typ, der da gedopt hat, mal ehrlich zu dir sein. Du musst sagen, Junge, dein Leben ist kaputt, aber es kann neu werden. Es kann neu werden, wenn du mal ehrlich in den Spiegel guckst und sagst, das ist mein Leben. Und dann gibt es Vergebung. Es gibt Vergebung für Menschen, die an Christus glauben. Und das ist das Herrlichste, was es gibt. Dass man mit einem befreiten Gewissen leben darf. Dass man nicht Angst haben muss, dass irgendwo mal ein Steuerprüfer hinter meine Elend guckt. Dass irgendwo mal jemand mein Kartenhaus sieht, was einfach nur kaputt ist. Dass man ehrlich vor Gott sein darf und kann sagen, danke, Herr Jesus. Danke, dass du für mich bezahlt hast. Das ist das Herrlichste im Evangelium. Dass es eine Botschaft gibt, die bis in die Ewigkeit hinein dauert. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit jeder hier in Düsseldorf, jeder, ob Mann oder Frau, ob kaputt oder ganz angenehm, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Botschaft der Bibel. Davon singen wir jetzt.